weitere Torchance liegen lassen. Halberstadt musste jetzt kommen und sie wollten auch, aber es war ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Jener dafür mit einem überraschenden Angriff in der 60. Minute. Der Ball bei Tino Schmidt läuft auf den Torwart zu und dann ist der Ball im Tor. 2:0 für Jena nach 60 Minuten. Wer hat's geschossen? Ich war's, sagt Tino Schmidt. Und das werden wir gleich in der Wiederholung noch mal sehen, während Pascal Nagel hier Christopher Hand getröstet. In der Wiederholung zu sehen, Tino Schmidt trifft den Ball mit der Pike und der holpert zum 2:0 ins Tor. Germania Halberstadt ähnlich wie in der ersten Hälfte kalt erwischt, 2:0 für Jena. Und jetzt ließen die Halberstädter.